Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team mit Paxis. Eigentlich fällt mir gerade ein, wo spielt Icardi. Was hat ein Icardi für ein Upgrade bekommen? Ich sehe gerade, Icardi hat das Winter-Upgrade. Ist da meine Icardi jetzt eigentlich auch geupgradet worden, mein Inform? Oh, bitte, 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 bitte. Und wenn, jetzt machen wir anders. Ja, eigentlich wollte ich jetzt erstmal ein paar Tage Pause machen oder so, nicht direkt wieder FIFA zocken. Das ist bei mir jetzt Montagnacht oder Dienstagmorgen. Also nur ein reichlicher Tag oder ein Tag nach dem letzten Weekend League Spiel. Aber ich muss halt ein, zwei Spieler testen, um rauszufinden, wen ich nehme, dann in der nächsten Bundesliga Weekend League. Und Calcio A-Spieler. Okay. Spielen wir also nicht das Knockout. Aber ich wollte eh die Liga spielen, aber falls wir in der Liga wieder nur Schrottgegner finden, hätte ich halt Knockout gespielt, aber es hat sich gerade erledigt. Und deswegen spiele ich jetzt eine Runde, weil ich in der Bundesliga und in der Liga A was testen muss, aber hauptsächlich in der Bundesliga, aber auch in der Liga A, und warum, das werdet ihr noch feststellen. Wie es aussieht, spielen wir jetzt aber erstmal Liga. So, jetzt lasst mich mal ganz kurz nachdenken. Also, ich will mal kurz gucken, was mit Icardi ist. Ja, er hat ein Upgrade auf 88 bekommen. Er war doch vorher ein 87er, oder? War ein 87er, ne? Oder war es ein 88er? Ne, es war ein 87er. Also hat er ein Plus 1 bekommen. Sehr geil. So, jetzt gucken wir mal, was der Wert ist. Transfermarkt anbieten, Preisvergleich. Er müsste ja jetzt schön viel wert sein. 288er, 250, 193, 191, 192, 191, 170, schade. 170. Was? 120? Er ist überhaupt nichts wert. Ich meine, der war am Anfang, als ich ihn bekommen habe, als ich ihn gezogen habe, als 87er, da war er 100.000 knapp wert. Das ist jetzt nicht mal 30.000 Wertsteigerung. Den gibt es aber auch ultra oft auf dem Markt. Was ist denn da los? Das sind alles 88er. Müsste es nicht noch die unteren Formen von denen geben, oder sind alle auf 88 gestuft worden, alle Informen? Das wäre ja Schwachsinn. 119, ey, die wollen mich komplett verarschen oder was? Aber das, dann brauche ich ihn auch nicht länger im Verein behalten, wenn er überhaupt nicht steigt. Immer noch 119. Hä? Zeigt er mir ja gerade was Falsches an? Der kann doch nicht so oft gezogen worden sein. Guckt euch mal an. 8 Seiten. What the? Oder es kann natürlich sein, weil er jetzt ein Upgrade gekriegt hat auf 88, dass sie den alle raushauen und alle reingestellt haben und er deswegen so oft da ist und vielleicht in einem Monat viel mehr wert ist, weil er nicht mehr so oft auf dem Markt ist. Kann auch sein. Ich werde ihn erstmal im Verein lassen. Das ist interessant. Aber ich habe was anderes gemacht, und zwar habe ich Inform Lacazette verkauft. Das heißt, Falcao muss jetzt einfach funktionieren aufgrund der Tatsache, dass ich in der nächsten Weekend League, also im nächsten Team of the Week in meiner Zeitlinie, kommen Spiele raus, Bundesliga-Spieler höchstwahrscheinlich, die ich brauche für die nächste Weekend League, die ich unbedingt haben will. Das wird aber wahrscheinlich ziemlich teuer werden. Und deswegen habe ich schon mal meinen Inform Lacazette verkauft für 260.000 oder sowas. Und es könnte aber sein, dass ich jetzt auch noch mehr Geld brauche und dann Inform oder Wants to Watch. Ach so, ich glaube, Wants to Watch Draxler habe ich auf der Transferliste, wo ich ihn gar nicht verkaufen will jetzt. Ne? Ja, aber es könnte sein, dass ich Wants to Watch Draxler verkaufen muss. Das will ich aber natürlich erst machen, nachdem ich ihn auch getestet habe. Weil wenn er jetzt beispielsweise mega geil funktionieren würde, bei mir, kann ich ihn nicht direkt ins Team packen, ins aktuelle Team. Wieso gibt es denn den Knopf nicht? Na egal. Aber falls er bei mir super gut funktionieren würde, würde ich ihn natürlich nicht verkaufen und als ZOM selber spielen. Aber wenn ich merke, er klappt nicht, dann könnte ich ihn schon mit gut Gewinn verkaufen. Ich weiß nicht, wie er momentan steht. Als ich das letzte Mal geguckt habe, ich habe ihn für 200.000 gekauft, den Wants to Watch Draxler. Und der stand beim letzten Mal einfach mal bei 370.000. Ich habe ihn für 200.000 gekauft. Und jetzt, weiß ich nicht, 2 Wochen später steht er bei 370.000. Also richtig geil. Alles richtig gemacht. Aber wir gucken nochmal nach. Es kann auch sein, dass es einfach nur eine kleine Preisblase war. Das weiß ich nicht. 350, also er ist schon wieder ein Tick gesunken. 350, 347, 345. 345.000 ist billigste. Aber wie gesagt, ich habe ihn mir für 200.000 gekauft. Kann ich euch auch zeigen. Ach, stand auch schon da, ne? Ja, 200.000. Also jetzt schon mega Gewinn. Super geil.
Aber ich fände es auch cool, wenn der einfach funktionieren würde als ZOM bei mir. Ich bin echt gespannt. Also, das ist jetzt ja dann ist. Wir haben ihn zweimal in der Bundesliga als normalen ZOM getestet. Wir haben ihn einmal als LM in der Liga A getestet. Wir testen jetzt zum vierten Mal als ZOM. Ich bin echt sehr gespannt. Champions League Style wie immer halt auf der Position bei mir Maestro, Schuss, Dribbling, Pass. Ja, genau. Und wenn ich jetzt merken soll, okay, der macht genau die gleiche Scheiße, er lässt dich genauso kacke spielen wie die anderen Formen von ihm in der Position, dann weiß ich halt, ich könnte ihn zur Not verkaufen. Und das muss ich halt wissen. Und deswegen habe ich den jetzt, will ich den jetzt testen. Und hier habe ich ihn von Marquinhos verkauft und mir. Hä? Moment mal, ist da hier schon irgendwo drin? Bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich mir Second In von Marquinhos schon gekauft hatte. What? Der ist doch Innenverteidiger. Ja, den wollte ich reinnehmen. Ich bin gerade extrem verwirrt, Freunde. Habe ich den aus Versehen auf meine Transferliste gepackt? Marquinhos, wo ist denn die Inform? Also die ist hier nirgendwo. Die ist hier nirgendwo. Ich bin nicht blind. Nein. So, Dembele, Lazar, Sokrates, Hummels. What the fuck? Ich war mir eigentlich sicher, dass ich den schon gekauft habe. Hallo? Guck noch mal, ob ich ihn auf die Transferliste gepackt habe, aber ich bin mir eigentlich recht sicher, dass ich nicht gemacht habe. Habe ich den echt nicht? Was? Das bedeutet halt einfach, dass ich jetzt noch mal Geld für den ausgeben muss. Mit dem Geld habe ich gar nicht gerechnet, weil ich dachte, ich hätte den. Gekauft? Bin ich doof? Ah ja, Second In von Bulebu habe ich auch. Den testen wir auch, aber ich gehe davon aus, dass wenn jetzt Once to Watch Traxler nicht funktioniert, dass dein Second In von Bulebu auf jeden Fall besser als Player ist, weil die Inform von Bulebu war schon mega geil. Ach du Scheiße, wo ist er denn? Ich meine, er kann hier nicht sein, weil er ja eine bessere Bewertung hat. Ach du Scheiße. Ich war mir echt sicher, dass ich den gekauft hatte. Ich verstehe das nicht. Ich bin mir sicher, dass ich den gekauft hatte. Fuck, Mann, das bedeutet jetzt logischerweise, dass ich ihn wahrscheinlich nicht zum besten Preis bekomme, weil jetzt ist es ja schon nicht mehr der beste Preis höchstwahrscheinlich, weil ich ihn nicht zu dem Zeitpunkt geholt habe, wo er wahrscheinlich am billigsten war. Fuck. Okay, 70.000 geht noch. Ah, ich habe den doch für 70.000, Moment mal. Nicht, dass der auf meiner Kandidatenliste rumlungert. Ja, oh, ich wusste es. Guckt es euch an, ich habe ihn für 57.000 bekommen. Oh, zum Glück habe ich nochmal geguckt. Stell dir mal vor, ich hätte ihn mir jetzt nochmal für 70.000 oder so gekauft. 70.000 wäre ein total schlechter Preis gewesen. Oh mein Gott! Mann, Marquinhos, was machst du denn? Du solltest doch nicht so einen Herzinfarkt. Oh mein Gott. Oh, Marky, was machst du nur mit mir? Ja, ich wusste, dass ich den habe. Na also, für 57.000, totaler Schnapper für so einen 86er Innenverteidiger. Second in Form. Mega geil. Oh, und ich habe ja aus meiner Vergangenheit gelernt, das heißt, ich hätte ihm normalerweise jetzt Enker gegeben als Champions League Style, aber ich habe ja gesagt, ich will den neuen Innenverteidigern will ich eigentlich so gut wie immer Shadow geben, weil ich einfach gemerkt habe, es macht einfach Sinn, also es funktioniert einfach deutlich besser mit Shadow. Deswegen, er hat halt so schon mega geile Werte, auch gute Dribbling- und Passwerte für den Innenverteidiger, auch so schon mega geile Defense, Physis und Tempowerte, aber wie gesagt, die Geschichte mit Sokrates hat mir einfach so dermaßen die Augen geöffnet. Ich brauche einfach Shadow auf meinen Spielern. Also Anker ist immer ein guter Notfall, aber wenn die Möglichkeit besteht, dann gebe ich den jetzt einfach Shadow Bums aus Nikolaus. So. 3 Sterne auf dem Schwachen, 3 auf dem Schwachen, 75 Pass. Ich hatte glaube ich jetzt Marquinhos. Ja genau, Marquinhos hat jetzt den besseren Pass, deswegen wechseln wir mal die Position. Ich bin echt gespannt auf Traxler. Ich hoffe, dass Falcao weiter funktioniert. Aber es macht auch nichts, wie gesagt, wenn jetzt, wir haben jetzt Lacazette verkauft,
Es macht auch nichts, wenn Falcao nicht funktioniert. Auf lange Sicht gesehen. Weil ich weiß, dass Movember Lacazette, der relativ preiswert ist, wunderbar funktioniert. Auf den kann ich zur Not immer zurückgreifen. Und das Schöne ist, in Anführungsstrichen, wir brauchen die League A ja überhaupt nicht für die nächste Weekend League. Erst für die nächste, für die übernächste wieder. Damit wir dann keine, ach Scheiße, der war gegründet Januar 2017. Ach, soll ich das Risiko eingehen? Ich mach's mal, weil es spät ist und ich wahrscheinlich niemanden anderes finde, aber es ist wahrscheinlich ein Bronzeabbrecher. Nein, aber es kann trotzdem ein Abbrecher sein, weil das auf Garantie jemand ist, wie gesagt, gegründet 2017. So ein überkrasses Team. Wobei, der hat auch ein paar Squad-Building-Challenge, nee, der hat auch ein paar Squad-Building-Challenge-Karten dabei, die ja schon ein bisschen älter sind, fällt mir gerade auf. Aber so ein Überteam kann trotzdem locker von jemandem kommen, der eigentlich ein Abbrecher ist, der eigentlich ein Bug-Abuser ist. Ich glaube zwar nicht, dass er hier das Spiel abbricht, aber man weiß ja nie. Oh Gott, so wie das laggt, hoffe ich, dass das abbricht. Okay, hat sich ein bisschen beruhigt. Ja, es laggt. Ja, bitte brech ab. Jetzt kann er ruhig abbrechen. Jetzt kriege ich hier einen Sieg. Ich habe die erste Vorlage mit Draxler fällt mir gerade ein. Wie geil ist das denn? Brech ruhig ab. Es laggt. Ich führe 1-0 mit dem ersten Angriff. Alles ist gut. Jetzt bekomme ich den Sieg. Aber ich glaube, er bricht blöderweise nicht ab. Wollte gerade sagen, da stehe ich doch. Ach Mann, ey, das würde mich jetzt fast schon ärgern, wenn Draxler als Monster Watch, als ZOM funktioniert, weil der ist halt so viel wert, die Kohle könnte ich so gut. Ja, geil, danke, dass du abgebrochen hast. Ist aber mit Sicherheit ein Cheater, das war jetzt kein Zufallsabbruch, sondern das war einfach ein Cheaterabbruch. Aber wie gesagt, ich führe, ich bekomme den Sieg, alles ist gut. Und ich muss nicht gegen so einen leckenden Typ spielen, von daher nice. Was wollte ich sagen? Ja, ich könnte die Kohle echt gut gebrauchen. Ich habe auch nichts da. Ich mag auch Draxler, also ich hätte auch überhaupt nichts dagegen, wenn der funktioniert, ne? Also davon mal abgesehen. Aber ich weiß halt, ich habe auf der Position auch noch so viele andere geile Optionen mit Inform Player, der immer funktioniert. Aber ich denke, Second Inform Budebu ist auch besser als Inform Player. Also, das ist halt keine Position wie die Stürmerposition in der Bundesliga, wo ich sage, oh, ich brauche hier endlich jemanden, der richtig geil funktioniert. Sondern ich habe halt da genügend Auswahl. Ich meine, selbst Inform Germain funktioniert wahrscheinlich klasse als ZOM. Wir hätten noch den, na, wie heißt der andere ZOM, der keine Inform hat? Das fällt mir der Name nicht ein. Ihr wisst, wen ich meine, den ich die ganze Zeit hatte, dass er eine schlechte Pace hatte. Also wir haben auf der Position so viele gute Spieler. Ich bin nicht angewiesen, da einen Draxler, der über 300.000 wert ist, da spielen zu lassen. Aber wenn er funktioniert und weil er halt eine Once-to-Watch-Karte ist, das heißt, wenn er funktioniert, dann hätte der halt einen doppelten Sinn. Erstens, ich spiele ihn dann einfach, weil er geil ist. Zweitens, ist es aber halt eine Karte also ich würde sogar sagen, er hat dann einfach das größte Preissteigerungspotenzial. Oh, Gäste, aber mit der Latenz. Ich würde es auch gerne mit gegen jemanden mit Gäste spielen, weil die brechen nicht ab. Aber bei der Latenz habe ich echt keinen Bock drauf. Ja, er hat einfach von allen Spielern, von allen Karten in meinem Verein, würde ich sagen, hat er das größte Steigerungspotenzial. Hummels hat halt erst die Inform bekommen, die zweite. Und er wird, denke ich, mit Bayern nicht so schnell als Innenverteidiger die dritte Second, die dritte, also die Third Inform bekommen. Und hier mal was anderes, ja, bricht ab. Vielleicht war es aber auch einfach ein Cheater, von daher egal. Und bei Draxler ist die letzte Info mit Tick her und der hat auch leichter die Chance als ZOM noch eine zweite Info zu bekommen, indem er einfach viele Vorlagen macht, viele Tore macht in einem Spiel und schon bums bekommt er die zweite Info. Und wenn er dann halt die Second Info bekommt, wenn er jetzt schon über 300.000 wert ist, würde er dann wahrscheinlich so auf 500.000 oder sowas gehen. Und das wäre halt schon geil. Deswegen würde es mich schon freuen, wenn ich den halt nicht gezwungen wäre, den zu verkaufen. Ich meine, ich habe noch Icardi, der 120.000 ungefähr wert ist, oder auf jeden Fall 100.000 aufwärts. Da könnte ich noch mal ein bisschen Kohle mitmachen. Und ich würde echt Draxler gerne behalten. Selbst wenn ich ihn nicht spiele, würde ich ihn gerne behalten, weil ich weiß, damit kann ich so viel Kohle machen. Der geht bestimmt mal auf 500.000.
sobald er die nächste Info bekommt. Und das wäre halt schon krass, ne? Für 200.000 gekauft, für 500.000 verkaufen, wäre geil. Jetzt wäre es schon geil mit über 100.000 Gewinn. So, wieder mal ein gutes Team, aber es ist so schön, dass ich auch wieder mit guten Teams spielen kann. Es ist so angenehm. Schauen wir mal. Ja, direkt die erste Vorlage. Und das Geile ist bei Draxler, das Spiel zählt nicht. Ich meine, es waren keine 5 Minuten Ingame-Time. Das heißt, wir müssen das Spiel noch nicht mal werten, dass wir da mit ihm gespielt haben. Und er hat schon die erste Vorlage produziert. Schön mit Gunnar Lonster in den Weg gestellt. Kleiner Stellungsfehler. Schade. Ah, wir bekommen die Ecke. Und Falcao ist ja auch kopfballstark. 99 Sprungkraft und ich glaube auch 99 Kopfballgenauigkeit. Boah, fuck. Den muss ich natürlich aufs Tor bekommen und nicht neben das Tor. Ich wollte nämlich gerade noch sagen, Falcao gewinnt so selten Kopfballduelle, weil Körpergröße nicht groß genug ist, aber hat er mal eins gewonnen. Boah, das war jetzt nochmal schön von Gonalons Lons gemacht. Das habt ihr gut gemacht im Zusammenspiel, nice. Aber egal, egal, es macht nichts. Wir spielen mit einem schönen Team, ich freue mich drüber. Aber wie viel angenehmer es sich schon wieder mit den Dribbeln lässt, das ist schon wieder so geil. Und die Pässe kommen halt auch einfach solider. Also okay, wir spielen jetzt noch nicht so lange, aber ich habe das Gefühl zumindest. Und ich weiß es ja auch. Schade. Oh, er wird als Foul gewertet. Ich glaube, es war keins. Den Laufpass hätte ich aber auch geluft spielen müssen und nicht flach. Das war ein Fehler. Oh, ich dachte, der Ball ist weg. Und dann habe ich halt eine andere Taste gedrückt. Hat er Probleme rauszukommen, oder? Macht nicht, taktisch ist faul. Wenn er das Ding jetzt nicht direkt verwandelt, ist alles gut. Dass er den trotzdem noch gefährlich drauf bekommt, obwohl ich hinrenne und ihm sogar beim Schuss behindere, ist natürlich schade. Das war knapp. Er macht also auch die Flanken auf den kurzen Pfosten. Schön gemacht von Marquinhos. Kommt, glaube ich, auch mit Shadow jetzt bei fast allen Werten auf 99. Geht auf jeden Fall ganz schön ins Pressing teilweise mit drei Spielern. Schade. Oh, was ein Lack wieder, ey. Fuck.
Es ist so angenehm, mit denen zu passen, ne? Im Vergleich halt zu. Der Premier League. Und das war halt blöd. Da hat er mich leider unter Druck gesetzt. Gut gemacht von Marquinhos. Und dann haben wir leider Pech. Nochmal. Ich darf nicht mit Falcao ins Sprintduell gehen, der ist einfach nicht schnell genug. Probier's aber halt leider dann doch immer wieder. Ah, sehr viel mehr war nicht drin als der Einwurf. Ich muss mal ein bisschen zielstrebiger aufs Tor zu kommen. Verdammt nochmal. Abwehr ist ganz okay. Nicht perfekt, aber okay. Ach, der Körper von der Ratti hat gefehlt. Ich glaube aber nicht, dass ich eine andere Formation hier großartig probieren muss, weil ich glaube halt einfach, Gegner verteidigt gut und ich denke, eine andere Formation bringt hier überhaupt gar nichts. Muss ja einfach weiter versuchen, vielleicht mit schnelleren Pässen, mit vielleicht auch der ein oder andere riskantere Pass, vielleicht in die Spitze. Ich bin, denke ich, ein Tick zu vorsichtig teilweise. Ich komme halt auch einfach nicht durch. Jetzt bin ich mal ein bisschen durch. Schade. Bisschen Glück hat er mit seinen Fehlern auf jeden Fall schon, finde ich. Nicht das erste Mal, dass er da im Mittelfeld eigentlich hängen bleibt und wie jetzt halt den Ball dann trotzdem wieder bekommt. Oh, da hat er aber einen schönen Fehler drin. Elfmeter. Oh, fuck you. Das ist ein Elfmeter, Mann. Das ist ein Elfmeter, aber egal. Wieder Marquinhos, also da gefällt mir schon richtig gut. Das war krass gemacht. Das war natürlich nicht so geplant, ihr kennt mich, aber das sah trotzdem geil aus. Und das war Draxler. Oh! Ich dachte echt, da geht rein. Fuck. Aber trotzdem mal eine ganz anständige Chance.
Oh, ey, was macht denn der? Kommt nicht mehr durch oder was? Macht so oft den Fehlalarm im Mittelfeld und so oft riskante Pässe. Das war auch wieder kein Foul. Was ist denn hier los? Mein Gott. Klares Foul an Verratti. Wird nicht gepfiffen. Fuck, ey. Wie gesagt, meiner Meinung nach Elfmeter. Und dann halt auch hier dieses ganz klare Foul am Strafraum. Es ärgert mich, weil wir hätten hier ja, wahrscheinlich die eine oder andere Großchance. Also das heißt Großchance, Elfmeter ist halt ein Tor. Also zumindest in den allermeisten Fällen. Jetzt muss ich mich daran gewöhnen, dass wir jetzt andere Spieler haben, mit denen wir wechseln. Das ist Ribéry und Bellarabi. Wobei ich bisher in dem Spiel echt nicht so gut die Pace nutzen konnte. Weil der Gegner dafür zu gut stand. Aber wir haben auf jeden Fall weniger Fehler im Aufbauspiel und im Mittelfeld gemacht als der Gegner, muss ich sagen. Hier, solche Fehler haben wir meiner Meinung nach viel seltener gehabt. Boah! Wie Falcao den runtersaugt. Tja, das ist halt ein Risikopass, den muss ich halt probieren. Ich meine, was soll ich da sonst machen? Würde schon sagen, dass wir das Heft übernommen haben und durch diesen nicht gegebenen Elfmeter und diesen an der Strafraumgrenze nicht gegebenen Fouls, würde ich sagen, wäre ja auch so ein knapper Sieg nicht ganz unverdient. Also, ja, also finde ich schon irgendwie. Wie gesagt, Elfmeter ist halt ganz klar gewesen, in meinen Augen. Kommen wir auch wieder nicht mehr zu den Wechseln, das nervt mich schon wieder. Wird wohl leider ein Unentschieden werden, also. Hatten jetzt beide keine wirklichen Chancen, aber wie gesagt, die zwei Fouls, ja. Und ich habe auch weniger Fehler gemacht als der Gegner. Gerade im Mittelfeld, gerade im Aufbauspiel. Fuck you, warum denn so weit? Wieder nur kurz angetippt. Naja, egal. Jetzt haben wir nochmal schön umsonst gewechselt. Schade, dass man Wechsel. Kann man Wechsel zurücknehmen? Ich glaube, ne? Wenn ich jetzt nochmal reingegangen wäre ins Menü. Und er lackt sich dann auch noch den Siegtreffer. So ein Spaß, ey. Ja, das ist kein Spaß. So ein Scheiß-Lacker, ey. Unglaublich, so unglaublich unverdient. Was für ein dreckiger Lacker, ey. Unglaublich. Oh. Unglaublich, was für ein Lacker. So ein gelackter Sieg, das gibt's gar nicht. Komplett unverdient. Aber sowas von, er macht die ganze Zeit Fehler, dann lackt er sich einen guten Angriff. Nachdem mein Rouffier wieder, obwohl ich nur antippe, den Abschlag, obwohl er den halt wieder sonst wohin schmeißt und der Gegner nochmal einen Ballbesitz bekommt. Ich bekomme keinen Elfmeter. Ich bekomme den Freistoß nicht vor dem Strafraum. Es ist unglaublich. Krass. So unverdient.
Oh, was für ein Scheißlacker, ey. Das, und vor allem, das kotzt mich schon wieder an, weil er hat es ja im Endeffekt gut ausgespielt. Aber dieser verdammte Ballbesitz wäre halt nicht gekommen, wenn die das einfach mal raffen und programmieren würden, dass wenn ich antippe, die Flanke, dass das auch nur angetippt war. Da waren zwei Spieler von mir komplett frei, weil Buena war komplett frei und das Sidibe, der Außenverteidiger. Und ich wollte weil Buena wollte ich halt die kleine Flanke machen, weil ich wusste, wenn du jetzt nur abwehrst, wirfst du wahrscheinlich nur auf Sidibe um. Das ist aber wahrscheinlich gefährlicher, wenn du auf Buena spielst. Und er schmeißt den halt viel zu weit. Das ist oh, fuck you. Der Gegner kann gar nichts dafür im Endeffekt. Es ist einfach nur wieder diese verfluchte Scheiß-Drecks-Engine, die wieder, oder die verdammte behinderte Programmierung, nicht behinderte, sondern diese dumme Programmierung von EA, dass die dann einfach nicht hinbekommen, dass wenn man antippt, dass da mal eine anständige, normale, kurze Flanke rauskommt. Das ist doch keine kurze Flanke bis zur Mittellinie. Oh. Und deswegen regt mich das auch wieder so auf, weil es halt absolut verhinderbar gewesen wäre. Es wäre halt absolut verhinderbar gewesen. Aber in so einem Moment rechnet man erstens nicht damit, dass das so beschissen läuft und der so eine weite Flanke macht, weil man tippt ja nur an. 78er Innenverteidiger, interessant. Und das andere ist, dass natürlich dann genau wieder in dem Moment für den Gegner alles perfekt laufen muss, damit er dieses Tor schaffen kann. Zum Kotzen. Aber was soll ich denn wissen, dass er dann so einen Scheiß draus macht? Das ärgert mich, ey. Das Unentschieden wäre schon nicht ganz verdient gewesen. Meiner Meinung nach habe ich den leichten Sieg eigentlich verdient. Durch diesen Elfmeter, der nicht gegeben wird. Und dann lackt er sich halt durch so eine verhinderbaren Drecksfehler, weil es einfach nur scheiße programmiert ist, lackt er sich natürlich dann den Siegtreffer. Ey, so ein Dreck. Warum hat denn der jetzt gebremst? Einfach nur krass. Okay, der Gegner spielt bisher nicht gut. Mit viel zu aggro auf dem Ballführer drauf, etc. Schade. War riskanter Pass, aber ich muss probieren, denke ich. Marquinhos fühlt sich so geil an. Das war ein geiler Pass von Marquinhos, einfach über den Grätschenden drüber. Also Draxler fühlt sich hier in dieser ZOM-Position sehr geil an, muss ich zugeben. Ist halt nur die Frage, ob er die Scorerpunkte produziert. Oh, toll getribbelt. Und das mit Valbuena, der eigentlich ein geiles Dribbling hat. Draxler macht die Bude, oh mein Gott. Gut hingestellt, gut positioniert, gutes Positionsspiel. Ich wette mit euch, da funktioniert jetzt richtig geil, Draxler. Passt mal auf. Würde mich nicht wundern. Er hat ja auch einen krassen Distanzschuss und so, aber hier steht er einfach richtig und es gibt auch glücklicherweise den direkten Schuss mal und nicht erst wieder. Ich nehme mal den Ball an, aber in der Situation wäre es egal gewesen, wäre er mit dem Ball ins Tor gelaufen. Die Maria in den Lauf geschickt, er macht es nicht. Wäre ja auch einfach nur logisch, sich da freizulaufen.
Das war ein Distanzschuss. Hallo Valbuena, wenn du in den Lauf gehst, Alter, wir sind so durch. Mal ein bisschen konzentrieren hier. Das war gerade geil konzentriert, muss ich sagen. Und ja, ein geschenktes Tor beim Gegner. Herzlichen Glückwunsch, ist absolut meine Schuld, weil der Pass war halt einfach dumm. Krass, Gegner ist definitiv schlechter als ich und dreht hier das Spiel. Hätten wir vielleicht Bale ein bisschen aggressiver verteidigen müssen, weiß ich nicht, kann sein. Erster Tor war halt einfach geschenkt. Weiß ich nicht, was Falcao da von Schuss auspackt. Muss natürlich ein Tor sein, war vielleicht auch scheiße geschossen von mir. Boah, wie ich hier führen müsste, also. Ich musste niesen. So, also ich habe das erste Tor zu 100% zu verschulden. Das zweite Tor war nicht gut genug verteidigt. Ich hätte das zweite Tor selber jetzt schon machen müssen. Also ich spiele gerade richtig scheiße, muss man einfach so sagen. Und schenke hier wahrscheinlich gerade dem Gegner das Spiel. Wenn ich es nicht irgendwie nochmal verrückt drehen kann oder so. Aber wir müssen uns jetzt aber mal konzentrieren. Ich bin so dumm, ich bin so ein beschissener Vollidiot, ey. Wie ich mich gerade selber hasse, weil ich dieses Spiel verschenke, ey. Valbuena, 2-2, wir drehen das Ding doch. Wir sind viel besser als der Gegner, komm schon, ich merke das doch. Das sieht man, denke ich, auch. Ja, ein bisschen konzentrier, geiles Tor von ihm übrigens. Ja, ein bisschen konzentrier. Wie gesagt, der Gegner hätte wahrscheinlich keines der beiden Tore machen müssen. Wir hätten schon eins mehr haben müssen. Ich habe einfach nicht gut gespielt gerade. Da kann ich auf niemanden die Schuld schieben, also auf mich selbst.
Sehr schön. Draxler steht wieder genau richtig und da haben wir das nächste Tor. Das Ding hätte natürlich auch vielleicht Falcao selber reinschießen können. Wäre ganz geil gewesen. Hier, ich meine, ist nicht super einfach, da ins lange Eck zu kommen, aber hätte ich mich gefreut, wenn er das gemacht hätte. Aber war ja dann trotzdem ein schönes Tor von Draxler natürlich wieder mit dem Scorerpunkt. Eieiei. Also jetzt in den ersten Spielen zeigt er vor allem auch ein sehr gutes Positionsspiel. So, und jetzt bitte anständig verteidigen, richtig spielen. Und nicht wieder so ein easy beschissenes. Das wäre wieder so gelackt gewesen. Zweimal. Aber glücklicherweise haben wir ja Rouvier. Ist meiner Meinung nach ein Foul. Oh, ich wollte natürlich eins weiter. Hab meiner Meinung nach auch straff aufgezogen, aber hat nichts gebracht. Ja, hervorragend dann in den Gegner reingelaufen, Falcao, deswegen konnte er nicht mehr angespielt werden. Ja, ich dachte, bei Buena läuft durch. Ich denke, das hat man gesehen. Das sind halt wieder Aufbaufehler, die dürfen nicht passieren, weil so machen wir den Gegner stark. Ja, mal wechseln. Das spielt mir so knapp und ich will auf keinen Fall verlieren. Ich meine, wir sind jetzt das zweite Mal in Führung und ich will es auf keinen Fall wieder abgeben. Ja. War natürlich von vorn bis hinten nicht so geplant, diese Kacke von dieser verdammten Mal. Oh, natürlich waren diese scheiß Pässe am Ende alle nicht mehr geplant. Das ist, denke ich, klar. Fuck. So beschissen unverdient. Und diesmal habe ich halt wieder nicht das Gefühl, dass ich grob was falsch gemacht habe. Sondern da war einfach nur das verdammte Problem, dass am Ende halt wieder nichts mehr so funktioniert, wie es sollte, ey. Jetzt wird es wahrscheinlich hier noch ein verfluchtes Unentschieden. Och, Bellarabi, warum? Du hast einen guten Schuss. Oh, das ist ein Scheißschuss, aber auch wieder reingehen musste. Jetzt wird zum Kotzen.
Es war wieder eine normale Flanke. Ich verstehe nicht, was sie da programmieren. Ich verstehe es einfach nicht. So eine Scheiße, Mann, ey. Das letzte Spiel hätte man nicht verlieren müssen. Das Spiel müsste man nicht unentschieden spielen. Solche verschenkten Scheißspiele, Mann. Warum? Zum Teil halt absolut meine Schuld, muss ich halt zugeben. Scheiße, Mann! Fuck! Es ist nur Liga, aber trotzdem regt mich das auf. Verschenkte Spiele. Letzte hätte man nicht verlieren müssen, das hätte man nicht unentschieden spielen müssen. Oh, eine Vorlage von Rouvier, nice. Ist aber ein Bug, glaube ich. Er hat keine wirkliche Vorlage gebracht. Oh, ich habe es einfach nicht gut zu Ende gespielt. Das letzte nicht, das hier auch nicht. Scheiße, verdammt nochmal. Fuck. Genau solche Dinger verliere ich dann halt auch in der Weekend League, weil ich sie nicht zu Ende spiele. Vielleicht bin ich auch gerade ein bisschen zu emotional, aber das ist egal. Darf halt einfach nicht passieren. Fuck. So, jetzt spielen wir Bundesliga in der nächsten Aufnahme. Deswegen mache ich schon mal alles fertig. Getestet wird Second Info Müller. Ich glaube zwar nicht, dass der geiler ist als Dembele, aber ich will es auf jeden Fall probieren. Er bekommt wahrscheinlich auch Engine als Chemistry Style. Hat 3 Sterne nur auf dem schwachen linken Fuß. Also ja, ich glaube nicht, dass er besser ist als Dembele. Er kann eigentlich nur mit einer besseren Pace überzeugen und besseren physischen werden. Aber ansonsten soll er eigentlich schlechter sein. Aber ich teste ihn natürlich. Und mal gucken, habe ich noch Engine? Ne, müssen wir also kaufen. Und statt Latzer testen wir Second Inform Bentaleb. Und da glaube ich ehrlich gesagt, der könnte geiler sein, weil besserer Schuss, besserer Pass, besseres Dribbling, bessere Defense, bessere Physis. Also eigentlich könnte der wirklich geiler sein als Latza oder Goretzka. Mal gucken. Das Einzige, wo er als schlechter ist, ist Tempo. Also nur ein Tick schlechter. Und er bekommt natürlich auch einfach Shadow als Chemistry Style. Haben wir noch ZM zu ZDM? Ah, ich muss mir echt wieder Shadow kaufen. Fuck, Mann, die sind so schwer zu bekommen. Position. ZM zu ZOM. Na toll, die bringt mir gar nichts. Na komm, dann gehen wir direkt nochmal schnell schauen, ob wir Shadow vielleicht finden. Und dann können wir auch noch nach dem Chemistry Style, nach der Position schauen. Nehmen wir mal noch einen Hunter Chemistry Style mit. Ich glaube aber, dann brauche ich mir echt erstmal keinen mehr kaufen. Ich glaube, den haben wir jetzt 3-mal, 4-mal. Shadow brauche ich wieder. Ich glaube, der war nicht so teuer, oder? Ja, 900. Wisst ihr was? Ich kaufe mir die anderen drei für 900, die anderen beiden für 900 jetzt auch noch. Weil den Chemistry Style brauche ich auch häufiger. Chemistry Style, Positionsmodifikator. Dann würde ich sagen, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, würde euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Ich mache jetzt noch eine Aufnahme, mache jetzt noch 2 Spiele in der Bundesliga. Und da will ich einfach nur
konzentriert spielen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ich nehme es halt einfach schon wieder zu leicht. Meine Konzentration lasse ich halt abfallen. Und ja, ich nehme es halt einfach zu leicht. Ich spiele nicht von der ersten bis zur letzten Sekunde auf 100%. Ich merke das. Ich hätte das erste Spiel vielleicht gewonnen, zumindest nicht verloren. Das zweite Spiel hätte ich definitiv gewonnen. Und in beiden Gegentoren vom Gegner, in 1 und 2, hätte ich was anders machen können. Beim dritten kann man drüber spekulieren, aber ich glaube, das Spiel würde ganz anders ausgehen, wenn ich halt, ja, einfach mich hätte besser konzentriert. Das ist ärgerlich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.